So, hallo und herzliches Willkommen, liebe Voltbewohner und Ödlandbesucher, zu einem Quick-Tutorial, wie denn das Fleischwochen-Event funktioniert. Denn viele wissen das gar nicht, es gibt ja viele neue Spieler. Und ich habe zwar schon mal einen Guide dazu gemacht, ich mache jetzt aber nochmal einen kurzen Quick-Tipp-Guide, damit auch jeder Bescheid weiß, der neu ist. Einmal pro Stunde wird das Fleischwochen-Event getriggert. Dieses findet statt in der Nähe von Vault 76 und der Schwarzbrenner-Hütte. Und dort kann man sich dann einmal pro Stunde einfinden, um das öffentliche Event eben zu spielen. Das ist das Graham's Barbecue. Bei diesem Barbecue gilt es darum, in einer gewissen Zeit, in einer Zeitvorgabe, gewisse Aufgaben zu erledigen. Und da gibt es einige Aufgaben, über die ich mit euch heute sprechen möchte. Zum Beispiel, wenn das Event läuft, passt auf Shelly die Muku auf, denn die setzt ab und zu mal Stinkehaufen. Die müsst ihr wegräumen. Dann habt ihr natürlich auch diese ganzen Nagetiere und die haben Tierteile. Die solltet ihr dann natürlich auch einsammeln. Und dort ist die Abgabestelle hier an diesem Ort. Hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, über dieses Überdachte. Und die Tierteile könnt ihr links abgeben in diesen Einkaufskorb. Des Weiteren spawnen im Eventgebiet auch immer wieder Pflanzen. Die könnt ihr dann rechts abgeben und die sehen genauso aus wie hier jetzt auf dem Bild hinter der Kiste. Ja, also das ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass ihr die auch immer und immer wieder einsammelt. Gut, dann gibt es eine Bühne. Und auf der Bühne, dort sollten sich vielleicht ein, zwei Leute hinstellen und trommeln. Und es gibt auch diese Barbecue-Grills, diese Grillspieße, die man drehen kann. Die befinden sich dann oberhalb vom Eventgebiet und die kann man dann natürlich auch dementsprechend drehen. Hilft auch dazu. Dann gibt es Baumstämme, die solltet ihr auch einsammeln. Bei mir funktioniert das momentan irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie buggy ist. Und die könnt ihr dann in den Holzhaufen mit eingeben. Dann triggern auch hin und wieder mal Events alle Viertelstunde. Die nennen sich quasi 1A-Häppchen. Die sind auf der ganzen Karte verteilt. Die sind im Cranberry Bog, Moor, Savage Divide, Waldgebiet, Ash Heap. Und je weiter es nach rechts auf der Karte geht, umso schwieriger ist es. Und dort könnt ihr dann allerdings als Eventbelohnung hinterher 1A-Häppchen bekommen. Und die könnt ihr dann bei diesem Event bei Graham abgeben. Und zwar hier, wo dieser Red Hirsch runterhängt und dieser Topf ist. Und bekommt legendäre Scheine dafür. Wichtig zu wissen, ihr arbeitet gegen die Zeit, denn oben rechts seht ihr einen Balken, der sich immer weiter füllt. Wenn er komplett gefüllt ist, dann ist das Event beendet. Wenn längere Zeit nichts passiert, wird dieser Balken auch wieder zurückgehen. Okay, also beeilt euch. Es gibt auch noch einen Trick, dieses Event noch zu beschleunigen, indem man quasi durch dieses Event ein Rezept bekommt für Shellys Futter, nennt sich das. Das kann man dann herstellen, bei der Shelly abgeben. Ich persönlich mache das nicht, weil wenn das jeder macht, dann ist das Event innerhalb von wenigen Sekunden zu Ende und das macht mir dann auch keinen Spaß. Ich spiele lieber dieses Event, weil ich Bock drauf habe. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein kleines bisschen helfen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video, Servusle und ciao.